Hallöchen Freunde, da sind wir wieder bei Battlefield 3. Jetzt wird der Arsch von Salomon verfolgt und erledigt, hoffe ich. Komm, nachladen, nachladen. Ich gehe mal hier hoch, ich hoffe, das ist richtig. Aber wenn hier Gegner sind, dann scheint es wohl richtig zu sein. Go, 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 go. Oh, jetzt. Wow, Frame-Einbrüche. Was ist denn da los? Ganz kurze Frame-Einbrüche, warum auch immer. Müssen wir mal kurz hier alles nachladen. Hä? Ah. Muss ich selber hochklettern? Oh. Trag nicht! Schnell rein! Los doch, sonst entkommen sie! Polizeipunkt meldet bewaffnete Männer am Teich. Die müssen von der Pier lassen. Wow, krass! Sieht gut aus. Alter. Ich kann nicht richtig zielen. Ich müsste vielleicht mal auf die Reifen, aber geht gar nicht so richtig. Wow. Alter. Nein! Ah, du Sack, ey. Ich krieg dich. Ja. Na? Gefunden. Strahlung ist wie das Leben. Ein einziges schädigendes Ereignis. Vielleicht habe ich noch 30 Jahre. Vielleicht sterbe ich morgen. Ich habe meine Geschichte niedergeschrieben. Alles über Paris. Alles über Kafarov und den amerikanischen Marine, der den schwierigsten Weg von allen wählte. Ich stehe zu meinen Taten. Viele Leben wurden gerettet. Ich traure um die, die wir verloren. Ich bin mir sicher, der SWR sah das anders. Okay, das reicht. Wie mein Freund Wladimir sagen würde, Dima, du kannst nur einmal sterben. Sei dir sicher, dass es das wert ist.
Ja, und das war's auch schon mit Battlefield 3. Ich muss sagen, sehr kurze Story. Kennt man ja aus solchen Kriegsspielen, dass das eben sehr kurz ist. Allerdings sehr geil gemacht. Also, da haben sie sich gut Mühe gegeben. Ich hoffe nur, das nächste Mal wird ein bisschen länger. Ich meine, gut, Battlefield ist ein Multiplayer-Spiel. Aber es gibt immer Leute, die den Singleplayer dann auch ein bisschen bevorzugen. Ich zum Beispiel, ich mag den Multiplayer jetzt nicht so. Naja, und was kann man dazu sagen? Schöne Story. Und wie gesagt, ich hoffe, beim nächsten Mal wird es ein bisschen länger und auch so geil. Vielleicht sogar noch ein bisschen geiler. Mal gucken, was sie hinkriegen. Ende des Jahres ist es ja soweit. Und wir sind natürlich auch wieder dabei. Und grafisch war es ja, wie man gesehen hat, bombastisch eigentlich. Und auch der nächste Teil wird es wieder super, was die Grafik angeht. Ich bin mal gespannt, ob das mein Rechner kann oder ob das schon wieder zu viel Grafik ist. Mal schauen. Lass uns mal überraschen. Und allgemein Ende nächsten Jahres, Ende dieses Jahres wird es ja ordentlich Spiele geben. Da haben wir ganz schön zu tun. Wenn ich daran denke, Assassin's Creed kommt ja. Es kommt Battlefield. Ich hatte noch ganz viele Spiele. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall ziemlich viele Spiele, die dann Ende des Jahres kommen. Wolfenstein zum Beispiel auch. Ja, und das kommt natürlich bei mir auch alles. Das werden wir schön durchnehmen, das ganze Zeug. Nun ja, dann genießt mal noch die Credits und wir sehen uns dann im nächsten Projekt beziehungsweise im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!
Another man done gone. Another man done gone. Another man done gone. Another man done gone. From the county farm. He's on the county farm. He's on the county farm. He's on the county farm. His name, didn't know his name, I didn't know.